Servus zusammen, es ist Freitagabend, 18. November, 17.35 Uhr. Verfalltermin läuft noch, aber es ist ja nur ein kleiner. DAX ist bei 14.429. Heute Morgen habe ich auf YouTube einen Film reingestellt über den MDAX. Da ging es nicht nur um den MDAX selbst, den ich eigentlich ganz lecker finde, sondern auch darum, wie finde ich einen Schein. Und da sind die ein oder anderen Tipps dabei. Müsst ihr mal schauen, weil viele gucken ja nur auf den DAX-Film, aber der MDAX-Film hat auch so hier und da das leicht Edukative. Guckt ihr mal rein, der ist von heute Morgen. Ansonsten, jetzt eins schon vorab, das ist am Mittwoch nächste Woche, mache ich mit Falk und Arne Elsner, auch bekannt als die Trading Brothers oder wie ich sie liebevoll nenne, die Bros, mache ich so ein kostenfreies Webinar. Das ist also am Mittwoch ab 18 Uhr. Und wir können ja sagen, Falk und ich, wir werden ein paar Werte gemeinsam besprechen und dann sucht sich jeder mal so zwei, drei Werte aus, die ich jetzt noch gar nicht nenne, weil ich sie noch nicht weiß, die wir in irgendeiner Art und Weise interessant finden. Den Link, dieses GoToWebinar oder wie das heißt, den stelle ich unter den YouTube-Filmen. Also das kostenfrei, braucht doch keine Angst zu haben, dass ihr da irgendwie hinterher wilde Mails bekommt oder so, das ist nicht der Fall. Wir wollen einfach mal zwei Stunden miteinander schwätzen und ich schätze die beiden sehr. Ich habe immer viel Spaß mit denen und die haben also auch eine ganz, ganz hohe Marktkompetenz. Das nochmal vorab, ich werde es bestimmt am Montag nochmal sagen. So, here we go. Jetzt haben wir den DAX. Also jetzt hier um 17.36 Uhr muss ich ehrlich sagen, er weiß nicht, was er will. Das ist eine ganz komische Situation. Zum einen, wir sind in der Nähe des oberen Bandes, heißt aber nichts. Wir sind in der Nähe dieses langen Retracements, des 61er Retracements vom All-Time High. Von hier runter, das ist bei 14.590. Wir haben auch noch vom Chart her diesen Widerstand bei 14.700. Ich hatte am Mittwoch gesagt, ich glaube schon, dass er nochmal hier hochgeht, aber er macht es ohne Momentum, ja, das Volumen ist nicht groß und, das kann ich auch gleich zeigen, das ist der VDAX. Ja, der VDAX hat heftig verloren auf 22, den hatten wir vor kurzem noch hier so um die 33 rum. Das Volumen geht wieder raus, die Vola geht wieder raus, hat auch ein eigentlich sehr umsatzloser Tag und der weiß nicht genau, was er hier will. Ich mache mal eins nach dem anderen. Das ist alles weiterhin positiv. Wir handeln zwischen der 20-Tage-Linie und dem oberen Band, positiv. Wir sind über der 200-Tage-Linie, ist positiv. Die machen wir hier weiter mit der Stochastik. Die ist nach wie vor hoch, die baut sich gar nicht richtig ab. Wie soll sie auch? Es gibt keine neuen Tiefskurse. Die bleibt heftigst überkauft. Das kann noch Tage, wenn nicht gar Wochen so weitergehen. Lediglich das MACD ist bereits weicher. Also das ist eigentlich so ein Kann-Sein-Muss-Nicht-Markt. Ich habe meistens irgendwo eine Meinung, im Moment habe ich keine. Was mir auffällt ist, dass wir diesen langen Anstieg hier so seitlich abbauen. Und wir machen noch nicht mal was Korrektives. Korrektives wäre idealerweise für mich wenigstens eine 13.950. Idealerweise hier nochmal auf die 200-Tage-Linie, so 13.570. Aber der verweigert sich allem. Da gibt es mal einen Wert, der ist gut, siehe Siemens gestern. Dann gibt es mal einen Wert, der ist schlechter, siehe SAP heute. Der weiß nicht, was er will. Aber ich spreche ihm das zugute, dass wir hier wieder am Wochenhoch sind. Das Wochenhoch war 14.457, das war heute. Und damit sind wir 17 Punkte gewesen über dem Dienstag. Also zum Short gehen scheint mir das einfach noch nicht zuverlässig genug zu sein. Ich habe mir auch ein paar Puts geholt, Basis 14.800, aber wenn die sterben, tut es mir nicht weh, aber allerdings auch wenn sie ordentlich zulegen, dann, ja, weiß ich, dann wird es ein Pizza-Trade. Das ist mehr so, um reinzuriechen, das sind so Schnüffelstücke, das ist noch nicht mal was mit Überzeugung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe Scheine mitgebracht und diesmal auch, am Wochenende mache ich das immer mit den zwei Scheinen. Da muss man jetzt einfach mal schauen. Ich muss den nochmal Montag geben. Hier ist nichts deutlich. 50-50 Chance, so würde ich das sagen. Sagen wir mal vielleicht 52 zu 48. 52 für den Weg nach oben. Ich habe einen mit einem größeren Hebel, 13.607. Da sind wir hier oberhalb der 200-Tage-Linie.
etwas unterhalb der 20-Tage-Linie, 23er Hebel, die GZ3261. Ist der gleiche Schein wie letzte Woche. Und ich habe einen, der ein bisschen weiter weg ist, mit einem Hebel von nur 9,5. Müsste jetzt wahrscheinlich sogar eher 9,3 sein. Mit der Basis 12.902. Da sind wir hier. Der ist also wirklich weit weg. Das ist also eher die gemütliche Option. Die KG8 TLR. Bei den Puts ist der heisere, ein 15.000er Level. Da sind wir hier. Also hinter dieser 14.700, die ich eben angesprochen hatte. Das ist ein 18er Hebel mit der GK0R1V. Oder noch einer, den kriege ich hier schon gar nicht mehr drauf. Da müsste ich das hier mal so zurückziehen. Hier oben die 15.492 mit lediglich einem 13er Hebel. Und das ist die KF9M7W. Da hatte ich, glaube ich, letzte Woche einen Fehler, weil da habe ich Mini-Future genannt. Das versuche ich zu vermeiden. Ich persönlich handle nicht so gerne die Mini-Futures. Aber ich bin lieber bei den echten Zertifikaten Knockout. Ja, ohne Wenn und Aber. Ich bevorzuge die. Aber das ist Geschmackssache, das überlasse ich jedem selbst. Weil normalerweise, wenn ich hier oben drüber schreibe, Open-End-Scheine, dann sind es K.O.-Scheine, Open-End, und das sind keine Mini-Futures. Habe ich die jetzt genannt? KF9M7W. Tja, ich kann mich jetzt noch nicht für die entscheiden. Wie gesagt, ich habe kleine Puts, allerdings nicht welche von hier, sondern 14.800er, die kosten nicht viel, wenn sie schief gehen. Ich will es einfach mal wissen, ich will es besser spüren. Ich habe hier kein sinnvolles, irgendwie geartetes Signal, was mich glauben lässt, dass wir von hier aus 300 Punkte steigen oder fallen. Kann passieren. Wie gesagt, Seitenlinie ist auch eine Position. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.